Ja, hallöchen und herzlich willkommen zur 313. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle wie am Ende der letzten Folge. Nur diesmal ohne Auflieger. Denn zu unserer Ladestelle führt uns jetzt erstmal unser Navigationssystem. So, wir sind etwas knapp bei Zeit. Genau, nämlich von Fahrzeit spreche ich. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen nicht Piano machen, wir müssen ein bisschen Banane machen. Oh, war natürlich klar. Wenn ich davon spreche, mich zu beeilen, dass dann erstmal ein Kopf hier um die Ecke geschossen kommt. Ja. Ratzi, fatzi, Trailer aufnehmen, losfahren. Das Problem ist nämlich. Wir fahren zu schnell. Ne, das Problem ist nämlich, wir können hier in der Ortschaft nirgendwo Pause machen. Ah, hier schöne Gemälde. Hübsch, hübsch. Ja, Las Cruces ist immer noch hier unsere Stellung. Ja. Unsere aktuelle Position. Walmart geht uns nichts an. Da hinten ist FedEx. Es geht uns sehr wohl was an. Da ist nämlich unser Auflieger, den wir aufnehmen müssen. Hier sind die Schranken unten. Ja, hier auch, aber hier dann wiederum nicht. Deswegen fahren wir hier mal rein. Oh, langsam dann. Hässliche Schwelle. Es wird ziemlich knapp mit der Fahrzeit. Also wir werden sie wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich, wir werden sie überziehen, das steht jetzt schon mal fest. Weil es ja wirklich nichts gibt zum Pause machen. Gibt es eine Tankstelle hier in der Ortschaft, aber nichts zum Pause machen. Das habe ich mir bei der letzten Tour schon nicht richtig überlegt, hierher zu kommen. Wir hätten da vorher schon. Vorher schon Pause machen müssen. So, machen wir eine ganz fixe Abfahrtskontrolle. Beziehungsweise satteln hier erstmal den Trailer an. Kurbel, 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 kurbel. Schneller, schneller, schneller. Uns rennt die Zeit davon. Licht geht. Ja, guckt euch den Trailer nochmal gut an, gell? Aua. Vor den anderen Trailer gerannt. Guckt euch den Trailer nochmal an. Den sehen wir jetzt zum letzten Mal. Ich vermute mal, das schon mal an der Folge, bin ich mir noch nicht sicher, aber mein Ziel ist in dieser Folge mit diesem Auftrag das Event hier abzuschließen. Ja, Albuquerque, unser Ziel hätte ich euch jetzt noch zeigen können, habe ich auch nicht gemacht, weil ich es vergessen habe. Jetzt natürlich hier unheimlich viel Verkehr noch. Ach, verflucht. Fahr zu mit deiner. Nee, ich schreie jetzt nicht weiter.
Das ist dann immer, wenn man diesen Zeitdruck hat, da sucht man halt automatisch auch den einen Fehler bei den anderen Leuten. Ne? Jetzt fahren wir hier übrigens an dieser bombenfunktionierenden Tankstelle vorbei, die keine Pausemöglichkeit mit sich bringt. Ja, wenn man so in Eile ist, sucht man automatisch die Fehler bei den anderen. Ja, man sagt nicht, man ist selber schuld, weil man zu spät losgefahren ist oder weil man es nicht richtig geplant hat. Sondern der ist halt schuld hier, der Grüne. Weil er da zum Schluss noch angefahren kommt, was natürlich totaler Humbug ist. Ne? Das kann er dazu. Der weiß auch nicht, dass wir hier in Zeitnot sind. Wenn er es wüsste, hätte er uns vielleicht sogar rausgelassen. Aber wir müssen jetzt hier schleunigst den Z25 hochblasen nach Norden. Da kommt dann irgendwann eine kleine Rest Area, aber wirklich eine kleine ohne Tankstelle und allen. Brauchen wir aber auch nicht, wir müssen wirklich eine Pause machen. Albuquerque, da steht es schon mit dran auf dem untersten Schild. Zwanziger Empfehlung hier. Halten wir uns mal dran, mal gucken, ob wir damit klarkommen. Ja, bis jetzt schon. Nur jetzt mal aufpassen, wie wir jetzt hier auf die Interstate draufkommen. Ob wir eine Einfädelungsspur kriegen oder ist immer schwierig. Ja, sieht wieder aus, aber ein freies Feuer. Müssen wir überhaupt rausfahren oder? Ja, glaube, da hinten ist es zu Ende. Was war denn das jetzt hier? Habe ich hier jetzt was verpasst? Ich glaube, ich habe gerade einen falschen Fehler begangen. Ich habe da irgendwas gelesen, also ich konnte aber nicht, war halt zu schnell an dem Schild vorbei. Aber unser Dings hier, unser blauer Kasten hat auch nicht gepiepst, also eine White Station war es nicht. Kann mir ja nicht in den Sinn, eine auf der Karte gesehen zu haben. Ja, noch mal gucken. Auf dem Navi war ja auch nichts irgendwie eingezeichnet, von wegen hier. Also laut Navigationsgerät gab es diese Lokalität, sag ich mal, am Straßenrand gar nicht.
Jetzt werden die Augen schon klein. Ah, da stehst du hier wirklich im tiefsten Berufsverkehr hier. 18 Uhr, eigentlich. Was wollen wir da? Wir haben noch 45 Minuten Fahrzeit. Gar nicht so schlimm. Ich habe gedacht, wir sind schon hier lange auf Null. Also können wir doch viel entspannter an die Sache rangehen schon wieder. Ich habe echt gedacht, wir sind schon auf Null hier. Das war jetzt, der hat ja schon 3 oder 4 Mal gegähnt jetzt. Der hat ja schon am Ende der letzten Folge, wer es gesehen hat und sich entsinnen konnte, hat er ja schon das erste Mal gegähnt. Wie in Kalifornien hier, fährst nur mit 55. Man, die fahren zwar manchmal auch schneller, aber wenn die hier ständig bremsen und wieder Gas geben und bremsen und wieder Gas geben, hier, da kann ich Tempomat bei 55 reinmachen, bin ich im Endeffekt genauso schnell wie die. Und verbrauche aber auf 100 Meilen hier eine Gallone weniger. Oder zwei. Wenigstens so, hier war eigentlich relativ zeitnah ein Rast. Ach, davon, da oben kommt er doch. Ein Rest Area. Da ist das Schild, das habe ich, darauf habe ich gewartet. Rest Area, 1 Mile. Da legen wir uns erstmal ein bisschen hin, wa? So, schauen wir mal, wo hier noch was frei ist. Ob irgendwo noch was frei ist. Ja, doch, hier rechts sieht es schon ganz gut aus. Können wir uns so gleich unmittelbar hier hinter den Kollegen stellen mit den Holztransporter. Und das sollte es doch eigentlich alles hier seinen Gang gehen. So, lassen wir ein bisschen Abstand hier, dass wir nicht zu eingefährlich dastehen. Würde ich sagen, können wir jetzt hier eigentlich ganz entspannt. Ja, unsere mehr als wohlverdiente Pause machen mit unseren Geschenken. Ja, hatte ich schon erwähnt, dass das letzte Geschenketour ist? Ja, da hatte ich schon erwähnt. Hätte man sogar noch einen Meter vorfahren können. Naja, gut. 19 Uhr Pause gemacht, 5 Uhr morgens geht's weiter. Stand dich erstmal generell an jetzt. Und ich spring da noch rein. I'm on fry. Ja. Ja, Interieurbeleuchtung, das blaue Interieurlicht hier. Etwas gedimmt. Etwas gedimmter wie noch vor ein paar Folgen. Das habe ich jetzt schon, letzte Folge war das auch schon so, da konnte ich es nur nicht so euch zeigen, weil es ja nur hell war. Und
Ja, habe ich mir selbst umgeschrieben, muss ich aber dazu sagen, es war jetzt nicht meine Idee. Die Idee und die Schritte, die notwendigen Schritte zur Umsetzung stammen von Andy, aka The Always Working Man. Schönen Gruß nochmal hier an dieser Stelle. Er hat mir damals beim Peterbilt 389 bei unserem Schwerlast-LKW schon die rote Interieurbeleuchtung gedimmt und hat mir dabei auch gesagt, wie er es gemacht hat. Und ja, genau dasselbe habe ich ihm jetzt für die blaue Interieurbeleuchtung gemacht, ne? Deswegen. Fahr zu. Extra jetzt ein bisschen weiter rechts gefahren. Extra jetzt ein bisschen weiter nach rechts gefahren, sonst hätte der wahrscheinlich wieder so eine Gefahrenbremsung gemacht. Sonst hätte der wahrscheinlich so eine Gefahrenbremsung gemacht hier und dann. Da hätte ich mehr oder weniger ganz normal auf die Interstate auffahren können, was mir persönlich auch hätte egal sein können. Aber ich wollte es jetzt mal probieren, ob das funktioniert. Das hat funktioniert. Einfach ein Stückchen weiter nach rechts fahren. Geht natürlich nur bei Auffahrten, wo neben der Auffahrt, neben der Beschleunigungsspur auch noch Standstreifen ist, ne? Völlig klar. Und dann fährt er hier straight weiter. Nur kannst du schön hier auf dem Standstreifen weiterfahren. Groß auch das drin, jawohl. Da können Sie schön auf dem Standstreifen dann weiterfahren, bis der an dir vorbeigezogen ist und dann fährst du halt auf die Interstate auf, ganz normal. So muss das sein. Und nicht hier kurz vorm Ende bremsen die hier volle Hütte ab, weil sie denken, du drängst die jetzt hier ab und drehst hier irgendeinen Actionfilm oder so, keine Ahnung. Ja, also Cotto fahren wir jetzt vorbei. Unsere Ablagestelle, die liegt dann irgendwo unmittelbar hinter Sokoto. Also das Ziel ist ja BNSF Railways Albuquerque. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass dieses BNSF, diese Railway, diese Company, die liegt nicht direkt in Albuquerque drin, sondern so zwischen Socorro und Albuquerque, so dazwischen eigentlich. Eigentlich wollte ich nur den Kollegen überholen, aber wenn man einmal hier ist, war man die parken ja hier fast. Die fahren nur hier keine 40 Meilen, oder? US-60 ist das, okay. Das kann nur eine Kreditraute gewesen sein. Können wir die noch versägen oder? Wie weit ist noch bis zur Abfahrt? Auch nicht mehr weit. Können wir dahinter bleiben. Ey, es sind ja zwei Trucks vor mir und davor ist so eine Verkehrsbremse von Pickup. Ich weiß es nicht. Ja, kann eigentlich nur eine Kreditraute gewesen sein. Wir haben alles richtig gemacht, wir waren nicht zu schnell. Wir haben das Licht an, wir haben die frische Fahrzeit getankt, mehr oder weniger. Und wegen was anderes wirst du ja im Truck-Simulator eigentlich gar nicht belangt. Ne?
Das ist die einzige Sache, die du falsch machen kannst. Gut, Geisterfahrer können sie noch werden, aber das kann man auch ausschließen. Rote Ampel hat man jetzt auch keine. Also gar keine Ampel, folglich auch keine rote. So, und hier ist jetzt unser Ziel. Rio Bravo Boulevard. Das habe ich natürlich gewusst, was das so heißt. So. Da hinten steht ein Flugzeug, seht ihr das? Ja, zu spät. Da nochmal. Wieder weg. So. Ich verstehe das Navi gerade nicht, warum wir jetzt nicht geradeaus fahren dürfen. Warum muss man riskieren? Wir riskieren es, wir fahren geradeaus. Ja, geht doch. Ah, wegen der Ampel wahrscheinlich. Das hat das Navi natürlich gewusst. Das Navi gewusst. Ja, ich habe ja keinen Bock, jetzt 15 Mal abzubiegen hier. Wenn ich hier jetzt abbiegen kann, reicht das doch. Aber wo abbiegen wir? Wenn wir rechts abbiegen, ja, dann können wir ja auch fahren. Das vergesse ich manchmal. Das ist so oft vergessen. Rechts abbiegen in den USA, auch bei roten Ampeln erlaubt, es sei denn, es steht ein Schild oder es hängt ein Schild mit an der Ampel, die das eben ausdrücklich verbietet. Aber grundsätzlich ist es gestattet. So, die Straße führt offensichtlich direkt hier in diese Firma hinein, wenn wir jetzt hier gerade ausfahren. Schauen wir doch mal. Ach, hier haben wir doch das erste Mal. Haben wir hier nicht das erste? Haben wir doch, oder? Klar, Albuquerque. Das habe ich gar nicht geplant. Oder? Na klar, ne, doch, na klar habe ich das geplant. Hier haben wir doch das erste Mal, das war Neujahr. Nee, nicht Neujahr, Silvester war das. Silvester war das, wo wir den Truck hier gekauft haben. Hier ging alles los. Hier bin ich das erste Mal hingefahren und habe dann quasi mit diesem Truck die erste Ladung aufgenommen. Und hier, das ist doch geil, oder? So, genau so habe ich das natürlich geplant, völlig klar. Ja, das war so gewollt von mir, dass wir quasi dieses ganze Geschenke-Event mit dem neuen Peterbilt, dass wir das hier anfangen und hier auch aufhören. Ja, so war das, war von Anfang an mein Plan. Ne, geil, bin ich jetzt richtig überrascht, fetzt. Cool. Wir haben den Truck ja auch in Albuquerque gekauft, klar, und dann haben wir natürlich hier in Albuquerque auch die Ladung angenommen. Ist ja auch noch ein Platz frei oder stehen hier nur die Hütchen? Ist tatsächlich hier Platz frei, aber braucht nicht nach Sonnenschein. Mein Gott. Mein Gott, Walter, auf dem Boden knallt er. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Nee, weiter rein. Ich glaube so nicht, dass wir so schnell hinterherkommen. Ist ein bisschen weit links. Ach, das wird doch nicht, das sehen wir doch schon im Ansatz, gell? Das sehen wir schon im Ansatz, dass das nichts wird. Das lange Dreckding hier. Schön gegen die Sonne rangieren, immer wieder schön.
So, wir stehen ein bisschen weit links, glaube ich. Ein bisschen weit rechts, müssen weiter nach links. So, ich orientiere mich jetzt an den gelben Linien, nicht an den Hütchen. Und laut den Linien sind wir eigentlich schon richtig, richtig geil in der Mitte. Richtig, so richtig. So, versteht ihr, was ich meine? So, schauen wir mal raus, da sehen wir besser, wenn es grün wird. Nämlich genau jetzt. Einwandfrei. Einwandfrei. Hübsch, hübsch, oder? Ja. Somit hätten wir jetzt dieses Geschenke-Event abgeschlossen. Ihr müsst mir nicht glauben, ich kann es euch auch schriftlich geben. Erstmal die Auswertung für die einzelne Tour an sich hier, ne? Ist nicht viel, war nur ein Nahverkehr, ne? So, wenn wir jetzt mal hier oben schauen, müsste jetzt hier, jawohl, Fortschritt 6 von 6. Ja, Stufe 1 von 2. Stufe 2 wäre dann dasselbe Dilemma nochmal im ETS 2 zu machen. Das ersparen wir uns aber. Ja, ich habe das jetzt hier im ATS gemacht, das soll reichen. Kriegen wir dann irgendwann ab 22., 23. Januar irgendwann, wenn das Event vorbei ist, eine Lackierung. Vielleicht gibt es ja jetzt schon, weiß ich nicht, kann ich da mal gucken. Und ja, für uns und für unsere Serie heißt das jetzt, den Truck fahren wir erstmal weiter. Ja, weil wir wollen den Truck jetzt auch nochmal mit schönen Aufliegern sehen. Wollt ihr das jetzt frech, ne? Nee, wir wollen das nochmal mit schönen Aufliegern sehen. Nein, Schwerlast fahren wir nicht, aber hier so ist vielleicht mal. Ja, das wäre vielleicht sogar schon eine Tour für die nächste Folge. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, muss ich mal auch die Werte und die Soll-Ist vergleichen, ob man damit zurechtkommt. Ja. Und so ein Raphael. Ja, mal schauen. Ich suche mal was Neues raus. Auf jeden Fall geht es dann mit normalen Trailern hier weiter. Beziehungsweise mit dem Trailer Pack von Jazzy Cat. Habe ich das überhaupt drauf? Muss ich nochmal gucken. Wenn nicht, mache ich es drauf. Aber es müsste drauf sein. Und ja, wenn es euch bisher gefallen hat, würde ich sagen, lasst mir mal Däumchen nach oben da. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Nächste Folge, wie gesagt, geht es irgendwo in Albuquerque mit normaler Ladung weiter. Bis dahin, falls schon rechts, grüßt die Leute, macht's gut.